So, wir sind in der ersten Runde Escape from Tarkov seit sehr, sehr, sehr langem. Ich glaube, seit mindestens einem Jahr ist es jetzt her, dass ich Tarkov nicht mehr gespielt habe. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen, nee, mein Inventar sortiert tatsächlich noch nicht, aber so ein bisschen erstmal alle Hände, bei allen Händlern die Sachen erforscht. Ja, jetzt habe ich gedacht, gehe ich aber mal eine Runde Scav rein. Und wir gucken mal, ob wir irgendwas Lootbares finden. Irgendwas, was wir mitnehmen können. Sarah just subscribed. Ja, nice. Danke für den Follow. Das ist ja entspannt. Aber auf YouTube, glaube ich, oder? Ich glaube auf YouTube. Cool. Ja, ich wusste gar nicht, dass ich das auch so mitbekomme. Das ist ja wild. Ja, und Moment. Ja, so sieht's aus. Dann. Ja, werden wir mal sehen. Ja, es lädt, wie immer in Tarkov lädt. Die Hälfte oder ein Drittel der Zeit, die man Tarkov spielt, ist man am Rein rausladen, weil man in die Matches will oder eben aus den Matches raus will oder wenn man rausgeflogen ist ins Match und wieder rein will und ach ja, kompliziert. Aber das ist Tarkov. Tarkov hat seine sehr, sehr, sehr coolen Seiten und auch seine sehr, sehr, sehr schlechten Seiten. Ja, das Game ist ein großes Auf und Ab von Gefühlen. In der einen Sekunde findet man was, was Millionen wert ist, und in der anderen Sekunde kriegt man dann den Headshot. Ja. So sieht's aus. Wilde Sache. Ich würde sagen, wir warten noch ein bisschen. Und ich habe das Game sogar schon auf der SSD. Deswegen ist eigentlich noch krasser. Aber gut. Habt ihr eigentlich keinen Game Sound? Doch, jetzt müsstet ihr auf jeden Fall haben. So, oh, 5601 Munition ist schon mal not bad. 32, was sind unsere Ausgänge? Scuff Control Punkt. Boah, ich muss mir wieder auf dem zweiten Monitor die Map legen. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wo irgendwas ist. Ja, ich weiß auch gar nicht, wo wir hingehen. Tatsächlich. Keine Ahnung. Wir hatten keinen großen Rucksack dabei, das ist natürlich schade. Vielleicht einfach erstmal meine ganz normale Loot-Runde langlaufen und gucken. Mal da vorne ist auf jeden Fall schon mal einer gestorben. Der sieht doch so aus, als ob er mehr hat als ich. Na, da ist auf jeden Fall schon mal not bad. Die Tasche ist nicht schlecht und das hier ist weniger auffällig. Sehr gut. Viel Munition haben wir hier drin? Voll. Ja, dann würde ich sagen, entladen wir einmal. Packen hier den einen guten Schuss rein. Ja, und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall auch ein Player, Skev. Den dürften wir eigentlich nicht erschießen. Aber ich hätte schon Lust, das irgendwie trotzdem zu tun.
Weiß nicht, nee, wir tun es mal nicht, sonst kriegen wir Minus-Karma. Das will ich auch nicht haben. Aber wir gehen dem einfach mal so gut es geht aus dem Weg. Ich hoffe, dass der uns nicht abknallt. Das ist immer so ein bisschen das Problem mit den Scuffs. Man nie weiß. Oh, wild. Den Cash. Ich würde sagen, wir rennen einfach weg. Das ist auf jeden Fall Dorms. Da will ich auf jeden Fall nicht hin. Ich will nur ein bisschen looten, bitte. Oh, der Helm ist schon mal crap. Können wir sehr gerne da lassen, den Helm. Den will ich nicht und brauche ich nicht. Das ist ein Typ. Das ist doch ein Player, oder? Wilde Sache. Also das ist schon ziemlich gute Munition eigentlich. Deswegen hoffe ich, dass wir den jetzt machen können. Vor allem, weil der eine MP7 dabei hat. Die hätte ich schon sehr gerne. Aber wir haben auch keine Heilung und sind schon getroffen. Also sag mal, ist das ein Bug oder? Ist sowas von hundertprozentigen Bug? Bisschen blöd, dass ich leider kein richtiges Visier habe. It is what it is. Vielleicht finden wir hier. What the fuck? Hallo, Server? Was ist da los? Oh mein Gott. Krass.
Server scheinen auf jeden Fall nicht so gut zu funktionieren, leider. Was auch immer das ist. Wilder Typ. Läuft der Player hier mit seiner MP7 durch die Gegend. Wilder Typ auf jeden Fall. Oh mein Gott. Der hat aber schon einiges gefunden. Was kann hier drauf? Ja, ich glaube, ich werde die MP7 auf jeden Fall mitnehmen. Das hier kann, glaube ich, tatsächlich weg. Dafür packen wir die hier rein. So. Not bad. Not bad. So, dann können wir uns doch gleich erstmal heilen. Oh, die ist sogar voll, das ist sehr gut. Ich spiele trotzdem erstmal mit der, weil die Munition hier einfach so viel deutlich besser ist. Das ist auf jeden Fall schon gelootet worden. Ja. Ich wollte auf jeden Fall das hier rausnehmen. Das auf die 4, das auf die 5. Perfekt. Ja, bisher sieht's gut aus. Bisher sieht's sehr gut aus. Die brauchen wir tatsächlich nicht, die Mütze. Was waren denn nochmal unsere Ausgänge? Scuff Control Punkt, okay, das erreichen wir gleich in ein paar Minuten.
Würde nur gerne hier noch mal einmal schnell hin. Ja, alles schon gelootet. Okay. Wild. Das heißt, irgendjemand ist hier schon durchgewascht, aber macht nichts. Für die erste Runde ist das völlig, völlig in Ordnung. Die Munition hat uns, glaube ich, ein bisschen das Leben gerettet gerade, auch wenn der jetzt nicht so eine gute Western hatte. Aber mit der STM, die ich vorher hatte, sind, wären wir da, glaube ich, nicht so easy durchgekommen. Schauen wir mal, wir müssen vielleicht gleich ein bisschen umsortieren. Oh, nice. So, das kommt zum Beispiel auch hier dran. Und das auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Die Glock-Magazine brauchen wir eigentlich nicht. Ja, genau, und hier ist unser Ausgang bereits. Aber ich würde, wenn es irgendwie geht, gerne noch ein bisschen mehr looten. Vielleicht noch die große Truhe hier, die wird nämlich ganz oft übersehen. Na, sieht ungelootet aus. Sehr gut, Powerbank ist schon mal sehr gut. Das hier sieht auch noch sehr nett aus nach ein bisschen Geld. Da hinten wird gefightet, da wollen wir uns nicht mit einmischen. Da würde ich sagen, gehen wir dementsprechend jetzt raus. Ja, perfekt. Guter, wirklich guter erster Raid. Nicht schlecht. Wir haben. Was? Der war, glaube ich, aber nur verbuggt. Oder halt verleckt, aber den haben wir gekillt. What? Aber gut, das war der mit dem Helm auf und der Typ, der uns danach an der Tanke angeschossen hat, hatte keinen. Und er wird mit Sicherheit ihn gelootet haben. Und dann und dann haben wir den gekillt. Also haben wir eigentlich, hat er uns den Loot, hat der zweite uns den Loot vom ersten mitgebracht. Ziemlich sicher. Nice. Sehr. Sehr nice. Schmeißen wir hier mal alles ins Inventar. Und dann können wir uns nächste Runde schon mit ein bisschen was ausrüsten. Also die Adar ist grundsätzlich überhaupt nicht verkehrt. Die hier kenne ich noch gar nicht, die Pistole. Keine Ahnung von. Werden wir dann mal sehen. Schutzweste ist an sich crap, aber hat 80 Leben. Das ist auch nicht schlecht an sich. Ja, sehr gut. Dann, ja, ich weiß nicht. Weiß nicht, ob ihr sehen wollt, wie ich dann die Sachen mal noch verkaufe und wie viel wir aus der Runde rausgeholt haben. Wahrscheinlich eher nicht. Das wird jetzt auch noch ein bisschen dauern. Ja, werden wir dann einfach sehen. Aber wir müssten jetzt eigentlich bei ihm schon Plus haben. Genau, 2,4 haben wir schon gekriegt. So, was hatten wir hier? Aufgaben, Büchsenmacher. Ja, da müssen wir eben diese komische abgesägte Schrotflinte bringen. So. Die Munition will ich auf jeden Fall behalten. Die ist ziemlich gut. Dann packen wir hier mal alles aus. Die MP7-Muni. Was hatte der denn überhaupt für Munition dabei? Ja, nicht so gute, aber macht nichts. Heilung will ich auch auf jeden Fall behalten. Den Rest können wir, glaube ich, eigentlich verkaufen. So, die MP7 will ich auf jeden Fall behalten.
Okay, aber er hatte noch eine Marke von einem. Warte mal, dann. Aber es waren beides Biers. Aber wo war dann seine Marke? Ach so, nee, warte mal. Ich habe mich gerade gewundert, warum mein Name da nicht draufsteht. Aber wir waren ja nur Bot. Wir waren ja kein, nicht als richtiger Player drin. Jetzt macht das Ganze wieder Sinn. Natürlich haben wir ihn gekillt. So, trinken auch auf jeden Fall behalten. Trinken brauchen wir. Medikamente, das können wir alles verkaufen. Die GP-Coins sind viel wert. Zucker wird auch ziemlich viel wert sein, denke ich. Schutzwesten sind auf jeden Fall, also diese taktischen Westen sind not bad. Die hier ist natürlich richtig schön. Ich bin gespannt, was die Pistole gibt, wie viel Geld. Das dürfte auf jeden Fall ein bisschen sein. Das hier sind alles Sachen, die wir nicht brauchen. Schnurrbart, Messer. Obwohl, die Messer heben wir erstmal auf. Weil man kann, glaube ich, mit den Messern. Haben wir doch jetzt. Oh. Haben wir mit. Da können wir hier bei Peacekeeper, glaube ich. Wie war das denn nochmal? Irgendwo konnte man doch bei. Eigentlich konnte man das mit denen traden, oder? Ah, genau, hier kann man mit vier schwarzen Messern und einem Bajonett eine UMP kriegen. Und die UMP ist ziemlich nice. Ja. Also das ist, was wir aus der Runde rausgeholt haben. Was ich jetzt nicht behalten will. Der Helm ist auf jeden Fall Müll. Eigentlich brauchen wir das auch nicht. Das ist eigentlich Quatsch, oder? Ja, das sind alles Sachen, die wir nur auf dem Flea-Market kaufen können, den wir noch nicht freigeschaltet haben. Das will ich auf jeden Fall behalten. So. Zack. Schutzweste behalte ich auch. Und das sind jetzt außer die Mags natürlich noch. Obwohl da jetzt auch noch eine Kugel drin ist. Aber wir können neue Munition kaufen, eigentlich easy. Ja, sind das eigentlich alles Sachen, die wir verkaufen können, denke ich, oder? Ist hier noch außer die taktischen Westen natürlich, die wir hier auch behalten. Schauen wir doch mal, was das Ganze wert ist. Verkaufen. Erstmal können wir das hier auch verkaufen. Das braucht kein Mensch. Ja, diese ganze Muni braucht eigentlich auch niemand. Und die Westen eigentlich auch erst recht nicht. Aber die verkaufen wir nicht per Prapor. Und das auch nicht. Wieso habe ich denn überhaupt Prapor? Ich will Therapist. So, das können wir schon mal verkaufen. So, das kann eigentlich alles weg. Zack, zack. Alles verkaufen. Ja, das sind schon mal 200.000. Das ist schon mal sehr gut. Verkaufen wir mal den Rest hier beim Mechanic. Das kann weg. Das actually nicht. Ja, die Pistole für 5.000. Also das heißt eigentlich, dass die Müll ist. Na gut. Ja, ich würde sagen, das machen wir, verkaufen wir noch. Dann bei Wagman noch die Helmsachen, das Helmzeug. Helm bringt 10.000. Der Bart bringt einfach mehr als der Helm, finde ich gut. Ah, Wagman hatten wir noch nicht erforscht vorhin, by the way. Okay. So, nochmal 26.000 und das Buch können wir bei Peacekeeper verkaufen für Dollar. 240 Dollar ist nicht schlecht. Bauen wir einmal die M4 auseinander, machen das Teil, welches ist es denn jetzt? Das Teil hier ab. Das da drauf, dann ist die schon mal ein Stückchen besser. Und hier könnten wir theoretisch das abmachen. Wo haben wir es denn? War das bei Mechanic? Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, das war bei Peacekeeper. Hier. Hä? Haben wir keine Dollar? Wir haben doch Dollar. Was ist das für ein Quatsch? Hä? Besitzt nicht alle Gegenstände, um das Geschäft abzuschließen. Hä? Hä?
Das kostet doch Dollar und wir haben doch 1200. Warum kann. Jetzt kann ich es kaufen. Wilde Sache. Konnten wir den Griff schon dran machen? Ich glaube nicht. Ja, cool. Dann würde ich sagen, das kommt runter. Hier dran. Und dann kommt das da dran. Dann haben wir schon eine fast im 4. Dann könnten wir noch das hier kaufen. Für 10. Und auch drauf machen. Dann haben wir schon mal ein halbwegs gescheites Visier. Ja, ob wir noch ein Ding kaufen können, weiß ich, glaube ich, gar nicht. Geht das hier auf die M4? Auf die Adar, meine ich, geht drauf. Aber wir haben hier nichts für unten dran. Wie bescheuert ist das denn? Brauchen wir da nochmal extra was oder wie? Ja, probieren wir einfach mal aus. Jetzt irgendwo. Ah, hier ist der Griff weit. Das kommt weg. Ach, das war der Lauf. Ah. Ja, das ist natürlich dumm. Aber dann müsste das eigentlich auf die M4 hier drauf gehen, oder? Eigentlich schon. Aber wie, wo, hä? Fehlt ja noch das untere Teil dafür, oder? Bin ich jetzt bescheuert? Das ist ja mal mega bekloppt gemacht. Wo sind denn dann? Ja, ach so, die unteren Schienen sind das hier, okay. M4 kaufen. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Es geht da drauf und dann kommt das hier da drauf. Sehr nice. Cool. Sehr gut. Haben wir schon mal ein bisschen Waffen ausgerüstet? Das können wir noch verkaufen. Jawohl. Und insgesamt haben wir 250.000 in der Runde gemacht. Wir sind mit 500.000 gestartet. Jetzt 250.000. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Plus halt noch ein paar Sachen. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Runde gehen wir, oder wir könnten wahrscheinlich jetzt mittlerweile wieder Scuffed reingehen. Noch kurz erforschen. Oh, wir haben einen Laser da dran an der MP. Das ist sehr nice. Können wir sogar theoretisch auf die M4 schon mal drauf machen. Haben wir hier schon mal einen Laser. Und müssten eigentlich auch die Taschenlampe hier dran machen können. Haben wir auch noch eine Taschenlampe hier dran. Zack, auf jeder Seite. Laser und Taschenlampe. Sehr, sehr stark. Das ist sehr nice. Und warte mal, eigentlich. Ich höre gar nicht auf, tut mir leid. Könnten wir noch. Wo ist es denn? Das Ding hier runter machen und dafür das hier drauf. Sehr nice. Jetzt sieht das Ganze schon ziemlich cool aus. Da haben wir schon gar nicht mehr so eine schlechte M4. Das können wir dann wieder verkaufen. Weg damit. Nice. Sehr nice, sehr gut. Dann wünsche ich euch was und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.